Heute bin ich in Riesa auf dem Alten Rittergut mit Jens Schulinski von der Technischen Universität und Jens Thorsten Jakob von der Kreishandwerkerschaft Region Meißen. Wir sind heute hier auf einem Rittergut und Jens hat mir am Vorbeigehen erzählt, dass er hier wahnsinnig tolle Sachen gemeinsam mit euch und den Handwerksunternehmen der Region vorhabt. Wo sind wir denn hier? Was haben wir denn hier vor? Wir sind auf dem ehemaligen Rittergutgelände, was dann später Industriebau wurde und viele Jahre leer stand. Und wir haben vor, hier die Innovationsakademie des Handwerks der Elbe-Region zu etablieren. Gemeinsam mit der TU Dresden haben wir ein spezielles Projekt, ja. Robotereinsatz in der Denkmalpflege, ein ganz spannendes Feld, sowohl die Denkmalpflege als auch der Robotereinsatz. Und also wir begleiten das von der handwerklichen Seite und Jens mit seinem Team von der wissenschaftlichen Seite. Wahnsinnig spannend. Und wo steht ihr? Fangt ihr gerade an? Geht es gerade los? Seid ihr mittendrin? Also mittendrin beschreibt es vielleicht am besten, auch wenn wir da, wie Jens Thorsten gesagt hat, ja insgesamt in den Anfängen sind. Also es gab ein Vorprojekt, in dem hat man sich mit Fragen beschäftigt, was braucht die Denkmalpflege eigentlich? Das geht halt total gut in diesem Haus, weil du hast hier alle Fragestellungen. Ja. Das heißt, das ist kartiert worden. Daraus gibt es jetzt eine To-Do-Liste, was man eigentlich gerne alles an Tätigkeiten abdecken will. Es gibt hier noch ein Jugendteam, die Jugendbauhütte, die das klassisch handwerklich macht. Und daneben gibt es sozusagen den Testlauf, was davon würden wir denn eigentlich gern robotisch unterstützen. Ja. So, und da gab es einen Vorversuch mit einem sehr einfachen UR und klassischen Flächenaufgaben. Also was könnte ich schleifen, wo kann ich vielleicht einen Putz abbrechen, wo kann ich dann wieder einen sinnvollen Belag auftragen, ob das jetzt eine Lasur ist oder ob das Verputzen ist. Aha. Diese Sachen sind vorab sozusagen jetzt schon mal gelaufen. Und in der zweiten Phase des Projektes geht es jetzt darum, das tatsächlich im Gebäude an der richtigen Stelle und möglichst auch ein bisschen größere Quadratmeter zu machen. Mhm. Also zum Beispiel mal eine Wand mit 2x2 Metern als Testblock. Ja, wie schnell kriege ich den Roboter installiert? Was für ein System ist das? Wer kann das bedienen? Wie gut ist die Oberflächengüte? Und reden wir dann darüber, dass wir vielleicht 80% robotisch abdecken können und 20% der Handwerker macht. Im besten Fall die komplizierten Sachen. Oder sind wir immer noch dabei, dass 60% der Handwerker machen und wir nur 40% über den Roboter stabil abgedeckt bekommen? Das sind die Fragen, die wir jetzt haben. Aber das ist ja die Forschungsfrage, sage ich jetzt einfach mal. Und die Applikation und der Nutzen ist ja quasi schon mit am Tisch, weswegen ich das hier als ein wahnsinnig spannendes Projekt empfinde. Was braucht ihr? Was kann man für euch tun? Wo sucht ihr Unterstützung? Also wir haben ja in diesem Projekt das ganze Thema Exoskelette mit aufgeworfen. Das war eigentlich ja mehr oder weniger ein Zufall, dass wir dann darauf gekommen sind. Ein Seitenprojekt zumindest. Ja. Genau, weil viele Arbeiten in der Denkmalpflege eben halt über Kopf stattfinden. Und da ist man dann letztendlich darauf gekommen. Und da haben wir eine Tür aufgeschlagen zum Handwerk, ob das überhaupt erstmal bekannt zu machen, also diese Möglichkeit, und diese Möglichkeit der Unterstützung. So, oftmals ist es so, ehe ich mir einen Roboter hole oder so ein Exoskelett, habe ich schon ganz schnell selber gemacht. Aber das ist ja nicht der Ansatz. Ja. Ja, so, und da, das sind so diese Dinge, dort brauchen wir einfach Unterstützung, dass das bekannt gemacht wird. Also oftmals ist es so, man nimmt Wissenschaft und Industrie, das nimmt man wahr, weiß man, dass sie da immer forschen, aber Handwerk und Wissenschaft, das nimmt man nicht wahr. So, und das ist aus unserer Sicht sogar noch spannender. Und für uns ist es halt manchmal auch komplizierter, weil die Erwartungshaltung, dass es dann eigentlich schnell was umzusetzen ist, das kann man halt aus Wissenschaft nebenher erfüllen. Ja. Aber gleichzeitig wünschen wir uns ja immer komplexe Fragestellungen und die kritischen Punkte, die hat man hier. Und was deutlich einfacher ist, als wenn ich mit großer Industrie rede, sind halt meistens nur 2 Personen beteiligt, die ich fragen muss, dann kriege ich ein Okay. So wie du heute hier stehst, ohne riesige Anbahnung, das funktioniert halt mit euch super. So, und das, was ich an Riesa schätze, ist, dass die Community viel größer ist als nur eure Kreishandwerkerschaft. Ne, mit einer Berufsakademie hier direkt dran hast du den Zugang zu den jungen Leuten. Wir haben eine freie Werkstatt, ja, wo das Thema Maker-Community in der Stadt direkt ist. Die sind beteiligt. Wenn wir hier hingehen mit einem Exoskelett-Workshop, dann kommen auch einfach Leute, die damit tatsächlich einen Bedarf sehen, ja, und die Fragen haben und nehmen immer die bequemsten.
Das ist eigentlich sehr cool. Was würde uns jetzt helfen in Richtung Robotik? Wenn einfach tatsächlich Leute die Robotik noch mehr verstehen als wir. Also ich komme aus dem technischen Design, ich bin sehr gut darin, die Dinge, die es braucht, zu analysieren und systemisch vorzuschlagen, was man jetzt machen würde. Mein Handwerkszeug endet dann, wenn es um die Programmierung von einem Roboter geht oder tatsächlich um die Fragestellung, okay, Roboter 1, Roboter 2, der Handwerker möchte eigentlich gern beide direkt bedienen können, ohne jetzt eine Schulung auf 1, eine Schulung auf 2 und noch zwei unterschiedliche Interfaces zu haben. Wie kommen wir da zusammen? So, das ist das, woran wir jetzt auch arbeiten, und das heißt, alle Leute, die praktische Erfahrung in diesem Feld haben, die Bock haben, dieses Team zu verstärken, sind gerade gern gesehen. Okay, also es gibt quasi Stellenausschreibungen für hier vakante Stellen, um sich in diesem, wie soll ich sagen, auf dieser charakteristischen Leinwand, leer ist sie ja nicht, eher sehr, sehr spannend und zu gestalten ausdrücken können und dieses Projekt mit euch maßgeblich mitgestalten können. Genau, also ganz konkret gibt es bei uns an der Professur noch eine Stelle, die gerade noch nie besetzt werden kann, weil wir die geeignete Person noch nie gefunden haben. Die Handwerker warten darauf, dass es da endlich mal bei uns losgeht. Ja. Berechtigterweise, also wenn sich da jemand zügig findet, werden wir total glücklich. Die Ausschreibung ist draußen. Und dann kann losgehen. Die verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung. Wo soll denn, wir sehen ja immer mehr interessante Aktivitäten in Sachsen. Wo soll denn dieses Rittergut hin? Also ich habe mich natürlich ein bisschen belesen und wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen von Innovationsflächen, Makerspace im weitesten Sinne, Hub und Zulaufstelle für kreative Handwerker, Industrieunternehmen. Was ist das Bild, was euch so vorschwebt für diese Immobilie und dieses Projekt, wo soll die Reise hingehen? Und das, was du alles gesagt hast, genau das wollen wir hier umsetzen. Und der Unterschied ist eben halt außerhalb der Oberzentren. Also, und Riesa hat aus unserer Sicht einen sehr günstigen Standort. Ja. Also die Nähe zu Chemnitz, Dresden und Leipzig ist relativ gleich. Ja. So, was unsere Besonderheit ist, ist eben halt die sofortige Nähe zum Handwerk, also zum Praktiker, um dort schneller voranzukommen und vielleicht schneller praxisnah forschen zu können. Ja, das ist der Vorteil, und das wollen wir hier auch etablieren. Also wir wollen nach wie vor Wissenschaft und Handwerk zusammenbringen auf verschiedenen Ebenen, so dass beide Seiten auch was davon haben. Ja, also nicht der Forscher, der da in seinem Kämmerlein vor sich hin forscht, und der Handwerker, der vor sich hin wurschtelt, sondern die beiden zusammenzubringen. Denn im Handwerk ist ein hohes Potenzial an Innovation. Die müssen ganz einfach auch, wenn die am Markt bestehen wollen, müssen die auch immer mit neuen Produkten oder neuen Dienstleistungen kommen. So, und das flankiert durch die Wissenschaft, das ist spannend und kann für alle befruchtend sein. Ich mache da gerne das Beispiel mit der Drohne. Also die hat sich so schnell bei den Dachdecker durchgesetzt, weil die alle erkannt haben, das ist eine Arbeitserleichterung, ich muss nicht einmal auf die Kirchturmspitze, das kann ich mir vorher mit der Drohne alles angucken. So, und sowas gibt es in jedem Gewerk, und das, diese Schätze zu heben, das wollen wir hier machen. Wie viele Unternehmen sind in dem Handwerkskammerbezirk? Also wir haben 3.800 Handwerksbetriebe komplett, also vom Augenoptiker bis zum Zahntechniker alles. Also das können wir sehr gut bedienen, sind natürlich auch vernetzt mit den Kollegen der anderen Kreishandwerkerschaften, mit den Kammern. Also wir sind auf Landesebene, selbst auf Bundesebene vernetzt, sodass wir das eine oder andere auch schnell holen können. Das ist auch wichtig, also dass bestimmte Dinge, die in einem Gewerk sich schnell durchsetzen, dass das auch bekannt gemacht wird. Also und damit auch ein größeres Praxisfeld, also eine Feldforschung oder sowas würde dann für uns im Feldversuch schneller und einfacher hinzubekommen sein, als wenn man das jetzt ohne Netzwerke machen würde. Fantastisch. Ja, ich danke für eure Zeit. Ich bin froh, dass ich heute hier sein durfte. Und wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und danke für deinen Besuch. Ja. Weil ich glaube, das ist genau das, was diese Orte brauchen. Einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Dafür könnt ihr mit dem Robert Valley, glaube ich, sehr gut beitragen. Und wenn das Hand in Hand geht, dann kann das ja eine coole Kiste werden. Ja.